So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen neuen Video. Wir schauen uns heute die Steam-Spiele-Vorschau an. Vom 6. bis zum 13. Februar gibt es über 800 Demos auf Steam. Das gibt es schon häufiger und immer wieder. Und ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit immer wieder mal was dazu machen. Habe es aber jedes Mal immer den Zeitraum verpasst. Dieses Mal nicht. Wir sind da, wir nehmen auf, wir spielen. Und wir fangen heute mit einem kleinen Indie-Spiel an. Falls ihr bei der Steam-Spiele-Vorschau selber reinguckt, ist ja öffentlich, ne? Und irgendein Spiel findet, was ihr ultra geil findet, könnt ihr es mir gerne empfehlen. Ich schaue, dass ich dann die Tage so ein paar der Spiele aufnehme. Und dann haben wir einfach die Tage ganz viele Demos, damit wir wissen, auf welche Spiele wir uns freuen können. Hier gibt es zum Beispiel auch beliebte Spiele oder meist gewünschte Spiele. Und ja, wir werden zu ein paar Sachen Videos machen. Dark und Darker zum Beispiel. Das ist so geil, das Spiel. Das ist so ein Battle Royale in einer Art, aber eher so wie Tarkov. Habe ich schon 40 Stunden drin. Habe ich aber noch kein Video zu gemacht, aber will ich auf jeden Fall noch machen. Und jetzt ist ja gerade wieder ein Playtest davon. Und es kommt dieses Jahr irgendwann in Early Access. Aber dazu bald mehr. Voidren kennen wir von GLP. Da haben wir das im Epic Games Store gespielt. Das ist aber auch noch Early Access. Aber ja, hier gibt es, ne, richtig viele Spiele, die cool aussehen, wo man mal reingucken kann. Ich könnte eigentlich zu jedem davon wahrscheinlich ein Video machen oder so. Aber ich guck mal, welche die coolsten sind, welche am besondersten sind. Und wir fangen mit einem Spiel an, was sogar relativ weit unten hier ist. Hier ist zum Beispiel auch das Spiel von den Dead by Daylight-Machern, Meteor Maker. Das ist, wo man so eigene, so Mario Maker, aber Shooter, First Person und sowas, ne? Baut man so einen eigenen Dungeon, wo man durchkämpfen muss mit Fallen und sowas. Es gibt hier auch irgendein neues Auto-Chess, glaube ich, Super Auto Battlemon. Das sieht auch richtig funny aus. Wir spielen aber heute Pixelshire. Das ist so ein kleines Stardew Valley-mäßiges Aufbauspiel, Animal Crossing in die Richtung. Aber für die richtigen Vibes würde ich sagen, gucken wir sogar den Trailer an, bevor wir spielen, damit wir so wissen, was uns erwartet. Pixelshire, baue die Stadt Pixelshire in einem einzigartigen Sandbox-RPG, das Elemente aus Lebenssimulation mit Städtebau, Erkundung und Kämpfen kombiniert. Also so Stardew Valley-mäßig eigentlich, ne? Plane die Stadt nach deinen Vorstellungen, aber man kann die ganze Stadt bauen. Das ist eigentlich cooler, wenn es so ist. Meistere den Handel, lerne deinen Nachbarn kennen und erkunde den Content Arcadia. Okay, hau her. Warte, Ton. Ich bin noch nicht Reaction-Content gewöhnt, deswegen, ich gebe mein Bestes. Let's go. Willkommen in Arcadia. Ja, sieht süß aus, dieses Dorf. Die Musik gefällt mir auch schon. Play at your own pace. Ja, bitte. Yo, Erze abbauen. Oh, man kann die ganze Welt terraformen, wie bei Animal Crossing. Erinnert mich zumindest im ersten Moment daran. Und man kann sein perfektes Haus bauen. Ja, es gibt mir auch Animal Crossing-Vibes, muss ich sagen. Und das ist nichts Schlechtes. Und ich kann meine Farm einfach irgendwo bauen, wo ich will. Es gibt generierte Inseln. Okay, mehr Animal Crossing-Vibes. Quests von irgendwelchen NPCs und die helfen sogar. Chillig. Jo, muss ich für den das Vergrabenes am Strand finden? Man kann sein Haus einrichten und das sieht eigentlich süß aus. Und es gibt irgendeinen komischen Goblin. Und sehr längendes Kämpfen. Ja, wenn man die ganze Stadt dekorieren darf und alles umstellen. Ich hätte nichts gegen so ein Pixel Animal Crossing. Gucken wir uns die Demo an, let's go. Bock. Made with Unity. Von Kappa Bits und Merch. Pixelshire Alpha Demo. Hallo, danke dir fürs Spielen der Demo. Bitte behalt dir im Hinterkopf, dass das eine sehr frühe Version vom Spiel ist und einige Fehler vorkommen können. Wenn dir irgendwelche Fehler auffallen, sei doch bitte so frei und melde sie im Steam-Forum, das extra für diesen Zweck erstellt wurde. Okay, oder Discord. Danke, viel Spaß beim Spielen. Neues Spiel. Spielstand 1. Warte mal, wir gucken mal, ob man es auf Deutsch oder sowas stellen kann. Manchmal gibt es die Option, die ist da, aber ich kann nicht draufklicken. Nee, irgendwie die anderen Tasten wollen nicht. Die Auflösung ist auch nur 1080p, okay. Deswegen ist alles so ein bisschen matschig für mich, aber im Video sollte alles in Ordnung für euch sein. Ja, Deutsch kommt wahrscheinlich in der Vollversion. Ist ja noch Early Alpha Demo und sowas. Dann legen wir los. Jo, wir haben schon Haus. Willkommen, beweg dich. Ja, wir haben alle Himmelsrichtungen gemeistert. Kann ich irgendwie in meine Kiste gucken oder sowas? Nö, wir sind aber der kleine Dude. Wir haben da oben 4 Energien, okay. Da ist irgendwie ein Kühlraum mit einem Tintenfisch drin und so. Okay, wir gucken uns das Buch an. Getting started. Halbe Buch. Okay, Moment, ich lese es kurz. Das Buch erklärt dir alles.
Links kannst du die Kapitel im Buch sehen. Genau. Wenn man ein Tutorial abschließt, kriegt man hier eine Belohnung, wie ein Apfel. Okay. Ich kann das Buch auch hier oben bewegen mit dem Knopf. Und draußen wartet ein merkwürdiger Mann mit Papagei auf mich. Okay, gib mir meinen Apfel. Was ist das Symbol? Ach, das setzt das Buch wieder auf seine Standardposition zurück. Okay. Dann gucken wir mal. Das klingt gerade, als würden 5 Lieder übereinander spielen. So. Hallo. Captain Parell. Ahoi Landratte, wie fühlst du dich? Letzte Nacht war ziemlich hart zu dir. Hast einen ganz schön wilden Sturm da draußen miterlebt. Dein Boot ist auf der Küste geentert. Wie sagt man denn, wenn ein Boot einen Unfall hat? Nicht geentert. Egal. Scheint so, als würdest du dich an nichts erinnern. Bist ein bisschen ohnmächtig hier am Strand gelegen. Hast deinen Kopf wohl angehauen. Aber mein Buddha bei der Fische, willst du ein bisschen Suppe? Er könnte mir mit deinen Kopfschmerzen ein bisschen helfen. Ignoriere einmal den Gestank. Fühlt sich besser an, wenn du es gegessen hast. Ja, also mit dem Boot, wo du gestern angekommen bist. Das ist ziemlich kaputt. Ich glaube, das kannst du erstmal nicht benutzen. Außer für Feuerholz. Naja, du brauchst auf jeden Fall einen Platz, wo du bleiben kannst. Und das ist nicht bei mir. Geh mal in den Norden und sprich mit Eva. Die hat blaue Haare, du kannst sie gar nicht übersehen. Und sie wohnt in der Nähe der Stadthalle. Denn sie ist der Bürgermeister. Okay. Ja. Man kann es natürlich auch einfach den magischen Kompass angucken, wenn du Hilfe brauchst. Was für magischen Kompass? Ich glaube, du hast den Kopf angehauen. Okay, wo ist jetzt mein anderer Schuh? Okay, verrückter Captain. Ich gehe nach oben. Das, mit dem Boot sind wir scheinbar angekommen, haben einen Unfall gehabt. Dann sind wir... Der Fisch hat uns aufgehoben und in seiner Hütte platziert. Deswegen waren wir in dieser komischen Hütte drin. Ein Hundi! Scheiß auf alles. Immer. Immer ist wie Relaxo und versperrt mir den Weg. Du da, du bist die Bürgermeisterin. Also die Figuren finde ich süß, die finde ich gruselig. Aber ist wahrscheinlich halt ein Einzelentwickler. In der Hinsicht ist es top. Hi, wie geht's dir? Geht's dir besser? Ich bin Eva übrigens. Ich bin Bürgermeisterin von Pixelshire. Aber es gibt hier nicht so viele Bewohner. Captain Farrell hat mir erzählt, dass er dich ohnmächtig am Strand gefunden hat diesen Morgen. Oh, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Wir versuchen unser Bestes, eine neue Community zu bauen, aber irgendwie funktioniert das nicht so. Wir kamen hier als eine Gruppe Flüchtlinge von Ilbiret auf der Suche nach irgendwas Besserem. Hast du davon gehört? Es ist ein Kontinent sehr weit weg. Wenn du Platz zum Leben brauchst, kannst du gerne bei uns bleiben. Um dir ein Haus zu machen, brauchst du eine Menge Holz, aber das können wir nicht selber sammeln. Unser Holzfäller Jack könnte dir vielleicht damit helfen, aber er kam letzte Nacht nicht zurück. Er wollte den Wald im Westen erforschen, über die Steinbrücke, um besseres Holz zu finden. Aber er ist immer noch da draußen, ich hoffe, ihm geht's gut. Naja, egal, kannst du Margarita mit ihren Weizen helfen? Die muss es ernten. Und ich glaube, die braucht eine helfende Hand. Sie ist das liebe Mädchen mit den blonden Haaren, du kannst sie gar nicht übersehen. Ich sehe dich, wir sehen uns später. Ich muss mit Valerie über Jack reden. Hättest du mich auch fragen können, ob ich nach Jack gucke? Hundi, ist wach! Hundi. Okay, Hundi chillt halt einfach nur. Achso, hier auf B habe ich Back. Da. Heiltrank. Drink the Potion. Habe ich. Meet Margareta. Da ist Margareta. Hallo. Oh, was ist dein Name? Ich bin Margareta. Schön, dich zu treffen. Ich bin Agronomist. Okay. Mein Beileid? Ich kann dir helfen, wenn du farmen musst und so. Wenn du farmen willst und Grund anbauen willst, brauchst du eine Feldhacke. Ich schenke dir mal eine Gartenhacke. Aber du brauchst trotzdem noch eine Wasserkanne und Samen. Den Rest kann ich dir verkaufen. Kannst du mir auch helfen, meine Tomaten zu ernten? Würde ich sehr gerne, aber da ist irgendwie ein Hund. So. Ach, guck mal, genau, wir haben hier so Erklärungen zu allen NPCs, die wir treffen und was die von uns wollen und so weiter. Da haben wir eine Feldhacke. Ich hab die gerechtsklickt. Wo ist die hin? Warte, open mir Notebook. Oh mein Gott, alles gut bei dir? Oh mein Gott, Hilfe! Ach, wenn ich sie rechtsklicke, dann kriege ich so ein Notizbuch über den NPC. Ach, guck mal, da kann ich so Dialoge mit dir haben. Stop, follow. Ach, ich kann echt den Befehle geben. Da habe ich die Quest. Potato Seeds und Freundschaft und Geld und Sterne kriege ich. Und gibt es hier Friendship Perks scheinbar. Und ich kann bei der einkaufen. Aber ich kann die Quest von der auch akzeptieren hier. Ach so, okay. Ja, wir haben eben die Quest genommen. Buy and equip a water can from the shop tab. Water can, kaufen.
Gehen wir mal kurz weg von dir. Water Can. Equipped. Buy some Tomato Seeds. Tomato Seeds? Gute Arbeit. Jetzt such dir einen leeren Platz und hau den Ground. Und pflüge den Grund. Ja, okay. Pflanz die Samen und verwasser sie. Ich verstehe schon. Wenn du das geschafft hast, tu mir einen Gefallen und ernte meine Tomaten. Die sollten bereits fertig sein. Okay. Kann ich das ernten? Oh! Himbeeren. Okay, also, wir equip and create some farmland using the hoe. Wie use ich die hoe? Auf Q habe ich scheinbar ein Menü. Ah ja, okay. Hoe. Hoe? Ach so, ich muss die anklicken. Oh! Oh mein Gott, was ist das für ein Geräusch? Und jetzt Radmenü, Gießkanne. Pow, ich habe gegossen. Jetzt ist der Hund bestimmt weggelaufen. Ja, ich kann meine Tomaten ernten. Mit Rechtsklick einfach. Okay, zack, zack, zack. Okay, wir haben Tomaten. Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung, wo sie hingelaufen ist. Ist sie hier in den Laden wieder rein? Hallo? Ach, da drüben ist sie, ja. Ach, das ist ihr Haus. Das Lilane. Okay. Hallo, ich habe deine Quest fertig gemacht. Complete. Wow, das hast du gut gemacht. Ein Meister im Entstehen. Diese Tomaten werden super für meine Pasta werden. Naja, wir sprechen uns später wieder. Okay. Na cool, dass jeder NPC so eine Art Händler sein kann und man nicht auf irgendwelche Tageszeiten warten muss, um bei denen einzukaufen. Talk to Eva. Hallo. Jack ist immer noch weg. Du hattest ein Schwert, als wir dich gefunden haben. Ich hoffe, du weißt noch, wie man es benutzt. Valerie hat ein Schwert. Sie meinte irgendwas, dass sie es reparieren wollen würde. Such sie bitte auf und helf uns, Jack zu finden. Hallo, bist du Valerie? Hast du mein Schwert? Ich will prügeln. Du siehst aus, als hättest du mein Schwert. Hey du, bleib stehen. Wer läuft da? Ach, du bist es, das neue Gesicht. Ich bin Valerie, die Kriegerin der Stadt. Ich weiß bereits über Jack Bescheid. Allerdings kann ich das Dorf nicht unverteidigt lassen und nach ihm suchen. Du siehst aus wie jemand, der sich selber verteidigen kann. Es gibt nur ein paar Schleim im Westen. Die sollten einfach genug für dich sein. Ich habe dein Schwert repariert. Du brauchst es vielleicht, um dich zu verteidigen? Nimm es. Weißt du, wie du das benutzt? Ich weiß, wie man Schwert benutzt. Rechtsklick, Leertaste Dodge oder sowas stand da oder so. So, Schwert. Und jetzt kann ich zack. Zack, und mit Leertaste... Oh, rollen. Wie man so ein kleiner Matschball wird. im Westen. Ups. Doch, nein, warte, ich bin im Westen. Ich wollte gerade sagen, hey, ich bin nicht im Westen, aber dann dachte ich, ich bin doch nicht Westen. Oh mein Gott, der Hund da oben. Hilfe. Guck mal, hier wohnt der Holzfäller. Er ist einfach nicht da. Wenn der jetzt im Wald stirbt, habe ich so eine riesen Hütte, die ich erben kann. Warum soll ich den retten? Mir geht's doch schon gut. Muss ich nicht mal eine Farm betreiben. Ach, da unten ist die Brücke. Okay. So. Oh, sieht schön aus, der Wald. Ah, ich kann sogar... Ich muss stehen bleiben, um zu hauen. Wenn ich im Laufen schlagen drücke, passiert nichts. Das ist ein bisschen awkward. Aber es funktioniert. Da sind ein paar Blaubeeren. Da ist ein lustiger Baum. Oh! Ich bringe den um, den lustigen Baum. Easy. Er hat sich in eine Kiste verwandelt. Mit einem Heiltrank. Ah, okay. Ich verstehe. Wenn ich die haue, kriege ich nichts raus, aber wenn ich Rechtsklick mache, kann ich die ernten. Mir Millionen Blaubeeren holen. Oh mein Gott. Hier sind ja wirklich Millionen Blaubeeren. Das ist, glaube ich, der Holzfäller. Aber ich dachte, hier sollen nur ein paar Schleime sein in dem Wald und jetzt greifen mich irgendwelche lebendigen Bäume an. Und noch ein letzter Schlag. Zack! Loot. Oh mein Gott. Der hat richtig vieles Zeug dabei gehabt. Wird reich. So, hier kann ich aber nicht hin, weil Steine im Weg liegen. Vielleicht ist es doch nicht der richtige Weg. Meine Quest sagt auch, ich soll einen Schleim besiegen, nicht irgendwelche lebendigen Bäume. Kann ich hier lang? Ja. Da sind Schleimis. 10 HP? Okay. Slime Juice. Und Baum sieht. Aua. Die Schleime haben mir mehr wehgetan als... die Rosendreans da.
Ich habe mein Potion. So, da oben ist ja mein Leben. Du hörst jemanden in der Distanz schreien. Hilfe, irgendwer. Und der ist der Goblin aus dem Trailer. Du Mensch, was? Nein, ich bin kein kranker Elf. Ich bin ein Goblin, du Kleinkopf. Naja, egal. Ich habe vergessen, was ich zu sagen wollte. Ach ja, diese Länder sind meins. Du und deine Leute dürfen hier nicht rein. Nimm das als deine letzte Warnung. Glaub mir, du willst nicht mit uns und unserem Lord. Ich meine uns. Vergiss über den Lord. Und zu der rothaarigen Frau mit ihrem krassen Schwertangriffen, die kann euch nicht für immer verteidigen. Verschwinde oder spüre unseren Zorn? Ja, Zorn. Ja, du wurdest gewarnt. Okay, juckt mich nicht. Ah, da liegt er ja. Hilfe, hier drüben. Hallo, Big Jack. Da steht er und grinst direkt, nachdem er kurz vor tot war. Ich habe ihn aufgestellt. Oh, ich weiß nicht, wer du bist, aber danke für deine Hilfe. So kleine grüne Leute kamen und haben mich angegriffen. Ein komischer Nebel hat die umgeben. Bevor ich es wusste, wurde ich ausgedockt. Es könnten Goblins gewesen sein, aber ich bin nicht sicher. Aber darüber können wir mehr später reden. Lass uns erstmal abhauen. Hier ist es nicht sicher. Rede mit mir und drück den Folgenknopf. Okay. Folg mir. Let's do it. Chop, chop. Danke, danke. Guck mal, ich kann ihn einfach mitnehmen. Hä? Der Hund ist hier. Hund, es ist gefährlich im Wald. Hier können Leute mit dem Schwert auf dich hauen. Wurf. Okay, Hund ignoriert einfach alles. So, ach so, jetzt ist er hier in der City und jetzt chillt er schon wieder. Oh, wir sind zurück. Danke für deine Hilfe. Hast du ein Haus hier in Pixelshire? Ich kann dir helfen, eins zu bauen. Ja, du musst dir erstmal eine Blaupause von Eva holen. Dann rollen wir mal schnell zu Eva und holen uns mal eine Blaupause, weil es wird irgendwie Nacht. Ich würde nicht gerne am Boden schlafen. Oh, ich bin so glücklich, dass Jack in Ordnung ist. Okay, ich habe hier eine Blaupause für dich. Das ist mehr eher ein Zelt als ein Haus, aber du wirst es später upgraden können. Ich hoffe, es gefällt dir. Bitte rede mit Jack. Er wird dir helfen, die restlichen Materialien zu sammeln für eine Werkbank. Und musst nach Bronze suchen, wenn du noch Metall für deine Upgrades brauchst. Er ist üblicherweise in den Minen im Norden. Aber das mit Bronze kannst du später machen. Rede erstmal mit Jack. Ich habe Angst, mit Jack zu reden. Wir brauchen einige Planken für dein Haus, aber ich kann dir helfen. Ich bin ja Holzfäller. Zuerst musst du eine Werkbank irgendwo platzieren, um Holz in Planken zu verwandeln. Ich dachte, du bist Holzfäller. Ist das nicht dein Job? Ah, ich habe fast vergessen. Du kannst die Bäume nicht einfach mit den Händen kaputt hacken. Hier, nimm diese Holzaxt. Ist simpel, aber die wird den Job für jetzt erledigen. Stell dich einfach nur neben den Baum und hauen mit der Axt. Ja, klar. Wurden Eggs acquired. So. Und ich kann einfach hier in dem Dorf wahrscheinlich auch die Bäume fällen. Weil ist ja alles meins zum Terraformen. Jupp. Chillig. Du da, folg mir. Kannst du helfen, Bäume zu fällen? Nein, er läuft auch einfach weg. Er hat ignoriert, dass ich gesagt habe, dass er mir folgen soll. Naja, ich kann auch die Baumstümpfe wegmachen. Gut so. Not enough Stamina. Was zur Hölle ist Stamina? Ach, da oben habe ich eine Stamina-Leiste. Stamina-Potion. Okay. Get Workbench from the Guidebook. Ah ja, hier. Zack. Jetzt kann ich mir eine Werkbank hier aufstellen. Und dann kann ich hier Planks herstellen aus meinen verschiedenen Holzarten. All. Ah ja, es läuft jetzt dann hier durch. Wo sehe ich so die Warteschlange, was ich gerade herstelle? Ach so, das arbeitet auch weiter, wenn ich weggehe. Hier habe ich noch eine Tasche bekommen. 20 Slot Item Bag. Right click to equip it. Ah, wie in World of Warcraft kriegt man hier so mehrere Taschen für Inventarplatz. Aber jetzt schon mehr Inventarplatz, als ich komplett in Stardew Valley hatte. Ah, ich erinnere mich gerade, du kannst nachts nicht bauen. Das ist zu gefährlich im Dunkeln. Wenn du kein Haus bis zur Nachtzeit hast, dann solltest du die Nacht in unserem Gästeraum verbringen. Rechts in der Stadthalle. Wenn die Dorfbewohner kein Haus haben, machen sie dasselbe. Und du kannst Häuser bei nachts nicht abreißen. Und ich kann alle Gebäude abreißen, die ich möchte und neu platzieren. Okay. Mit einem Wooden Hammer kann ich irgendwie die Stadt umbauen, wenn ich möchte. Das hier ist das Zimmer, wenn man keinen Schlafplatz hat bei Nacht. Der Loser-Raum. Sleep. Night, night. Und jetzt ist meine Energie auch wieder voll. Schön. Und die haben alle Quests. Aber Jack will reden. Guten Tag. Gute Arbeit mit den Bäumen und den Planken.
Leider kann ich dir nicht mit dem Rest der Materialien helfen, weil ich gleich keine Erze mehr habe. Aber jetzt könntest du zu den Minen gehen und mit Bronn reden. Okay. My House. Ach, guck mal, hier habe ich's. Ich brauche 3 Wood, 2 Copper und 2 Stone Chunks. So, dann bin ich wieder. Kurze Pause gemacht mit den Hunden gewesen. So, Zwischenfazit mal. Ich habe ja kurz jetzt nachdenken können, was ich bisher gespielt habe. Ich finde es bei Demos ist etwas doof, wenn man so mit so Text zugeballert wird. Ich meine, in den Spielen geht es irgendwie darum, sich so mit den NPCs anzufreunden. Deswegen gehört es zum Teil dazu. Aber es ist schon sehr langsam für eine Demo. Wir haben irgendwie gefühlt noch nichts gemacht, außer 2 Bäume bekämpft. Also gucken wir mal. Gehen wir mal zur Mine. Also die Musik ist sehr schön, das Dorf sieht nice aus, das Umbauen gefällt mir, die Idee. Hier ist viel Zeug. Los, gib mir meine Spitzhacke. Wer bist du? Du wirst mir nicht mein Gold wegnehmen, du Golddief. Du bist der Neue. Ändert aber nichts daran. Wer hat deine Hände in den Taschen? Ich bin Bronn Donnerbart. Ich bin der Stadtminenarbeiter. Wenn du ein bisschen Stein und Kupfer für dein Haus brauchst, musst du es für dich selber minen. Stell dich aber neben Stein und hau ein bisschen mit der Spitzhacke drauf, bis du kaputt geht. Aber in der Höhle lebt irgendwas, das ist gruselig. Du solltest ein bisschen aufpassen und dein Schwert bereithalten. Bleib erstmal ein bisschen beim Kupferbienen. Ich glaube, du kannst Eisen noch nicht abbauen. Aber vielleicht kann ich es dir beibringen, wenn du mir mit ein paar Sachen hilfst. Viel Glück! Gut, hat mir auch eine Spitzhacke geschenkt, die ich eventuell auch ausrüsten sollte. So. Zack, zack, zack. Zack. Ah ja, und dann krieg ich Kupferbrocken. Kann ich den Pilz irgendwie ernten? Ja, kann ich. Gib her, kann ich das ernten? Was auch immer das für ein Lauch ist. Keine Ahnung, was das ist, aber ich darf es nicht ernten. Jo. So, dann sammeln wir noch ein bisschen Stein. Nom. Warte, der will irgendwelche Fische haben zum Essen. Nee, so weit bin ich noch nicht. So advanced. Extract Copper. Oh mein Gott, ich muss nur nochmal Kupfer abbauen, obwohl ich schon Kupfer abgebaut habe. Okay. Die Reihenfolge ist wichtig. Craft a Furnace. Wir kriegen hier die Baupause. Oh mein Gott, habe ich hier viele Kapitel schon wieder. Was geht ab? Okay, aber da gibt es keine Belohnung für. So, hier haben wir die Blaupausen für 2 Sachen. Kann ich jetzt dann Furnace bauen? Ja. Dafür brauche ich Stone Chunks. Okay, machen wir mal ein paar. Und während den Stone Chunks suche ich mal normales Holz, weil ich glaube, für ein paar Craft-Rezepte habe ich normales Holz gebraucht und das habe ich nicht geholt, weil ich diese komischen Bäume nur gefällt habe. Tool broke. Bitte was? Oh mein Gott, meine Werkzeuge können auch kaputt gehen. Ich habe das schlimmste Feature von Animal Crossing mit übernommen. Danke. So, Steine habe ich auch. Dann mach mal die Taschen zu. Man braucht die Blaupause, Steine, Holz, Holz. Herstellen. 60 Sekunden. Okay. Red mit mir. Was verkaufst du? Ah ja, da kann man auch Holzwerkzeug wieder kaufen und sowas. Und Steinzäune und Stamina Potions. Du da, was verkaufst du? Nimm Woodhammer und mein Haus Level 2 für 3000 Coins. Ah ja. Und du hast eine Holzaxt. Genau. Her damit. Und auch Möbel. Und auch Holz direkt selber. So. Dann haben wir meinen Ofen. Den platzieren wir hier. Und dann platziere ich den... Zack. Ofen acquired. Und da kann ich mir jetzt, ja, mein Kupfer einschmelzen. Und dann kann ich mein Haus bauen, indem ich 2 Kupferbarren habe. Okay. 1, 2. Rein da ins Inventar. An das hier gehen. Craft. Wir bauen Haus. Und es dauert 20 Sekunden. Ofen ist schwerer zu bauen als ein Haus. Die Zukunft. So ein bisschen wie bei Forager mit diesen Sachen, die einfach vor sich hin craften und man kann einfach weglaufen dabei. Und mein Haus ist fertig. So, jetzt kann ich mir einfach mein Haus hier hinstellen. Zack, ich wohne jetzt da vor dem Holzfäller. Yo! Sicker Kamin, sicke Lampe. Ist echt wie ich das Haus bei Ende bekomme. Irgendwie kann ich hier schlafen, wenn ich will. Okay, craft a chair and place it. Einen Chair. Gibt Schlüssel, die man craften kann, warum auch immer. Ich habe kein Rezept für einen Stuhl, oder? Ach, guck mal, ich habe hier, oh, mein Questmenü, meine Ausrüstung und wie kaputt die ist. Ah, meine Freundschaft mit den NPCs und welche es gibt. Wann die Geburtstag haben, welche Berufe die haben und so weiter. Ah, man sieht hier, was man für Upgrades braucht und man kann hier auch
Farmhaus for Chickens, für Kühe, Schafe, Schweine, Schmiedehaus, allgemeines Haus für Tiere oder Archäologiehaus. Okay. Ach hier, hier links am Rand sind Kategorien. Ah, warum ist Smelting auch in der Werkbank dabei? Wofür habe ich den Ofen gebaut? Keine Ahnung. Stuhl. Craft. Jawohl. Einfach mit Holz. Kann man den irgendwie schnell aus der Werkbank nehmen? Ich will den nicht immer ziehen müssen. Scheinbar nicht. Kommt noch. Feedback für die Entwickler. Stuhl. Oh mein Gott. Insane, mein Stuhl. Guck, wie glücklich ich darauf bin. Und jetzt soll ich einen Tisch noch machen? Boah, man sagt doch gleich, dass ich den Tisch noch dazu machen soll. Zack, zack, zack und rein. Tisch. Sie sind so viel kleiner, als ich denke, von der Vorschau. Und jetzt sollen wir mit dem ollen Fischermann wieder reden. Da ist er. Jetzt kriegen wir nämlich noch Fischen beigebracht. Hey, Landratte. Ich muss mit dir über was reden. Ah, Mist, ich hab's vergessen. Ah ja, genau. Weißt du irgendwas über Fischen? Natürlich nicht. Aber zu deinem Glück kann ich dir alles beibringen. Hier, nimm mal diese Angel und dann wirf die Angel ins Meer und dann kannst du wahrscheinlich fischen und dann kannst du essen und dann kannst du coole Sachen machen und das ist richtig cool. Oh mein Gott, wie nice. Bongel. Fischen. Warum sieht die so ausgegraut aus? Hallo, ich will fischen. Hey, jetzt hat es geklappt auf einmal. Okay. Warte mal. Ach, man muss einen Block vor sich klicken. Okay. Das war das Ding. Ah, da ist ein Fisch. Bite. Okay, das habe ich falsch gemacht. Vielleicht hätte ich sein Tutorial lesen sollen. Ah, ich habe es verstanden. Okay. Einfach reinwerfen, kurz warten. Ich muss immer hier drücken, wenn die Kurbel oben ist. Oder in dem Bereich auf jeden Fall. Das ist ein lustiges Angel-Minispiel. Ein Monkfisch geangelt. Pass the day. Okay. Erstmal schlafen gehen. Talent Trees. Rede mit Eva. Hallo, wie geht's dir? Wie ist es mit dem neuen Haus? Unsere Stadt wird langsam größer. Vielleicht hast du es bemerkt, aber jede Person in der Stadt übernimmt eine Rolle hier. Jeder hat seinen eigenen Beruf. Wir können sehr viel lernen voneinander. Ich empfehle dir, mit Brock in der Mine zu reden. Er ist ein bisschen grumpy, aber ihr werdet euch bestimmt helfen können. Okay, hallo Bronn, ich bin auf dem Weg zu dir. Mama hat gesagt, ich muss mit dir reden. Du musst ein Ding oder das andere mal lernen. Ich zeig dir, wie man Eisen abbaut. Das sind uralte Zwergentechniken. Ich hab sie gelernt, als ich damals jung war im Weißberg. Increase Bronn's Friendship Quest. Er will 6 Stone Ore. Ich weiß nicht, ob Stein als Erz zählt, aber ich nehme deine Quest sehr gerne an. Bitteschön, complete. Move to the Talent Hub Hard. Ah, mit der Freundschaft schalte ich frei, welche Erze ich abbauen kann und so weiter. Okay. Eisen abbauen. Gelernt. Ah, und jetzt kann ich mit meiner Spitzhacke schon Eisen abbauen, auch wenn meine Spitzhacke selber noch aus Holz ist. Ich hätte einfach gedacht, ich muss mein Werkzeug upgraden, um dann das entsprechend abzubauen. Nö, da ist Eisenerz. Okay, so funktioniert das. Ah, das bessere Werkzeug baut wahrscheinlich schneller ab und hält länger. Da kommt er raus, aus dem Wald. Hey, wie geht's dir? Hast du schon gewusst, dass verschiedene Holzarten verschiedenes Holz geben? Ja. Ich habe bis jetzt meine Geräusche gehört, überprüf das mal. Find a strange figure in the woods. Ach, ich weiß wen. Der in diesem Baumstamm festgesteckt ist, den haben wir ja schon gesehen. Den da. Den wollen wir bestimmt befreien. Oder waren ja... Ach, das sind Eisenerze sogar, die da am Weg sind. Hoffentlich bricht jetzt nicht meine Spitzhacke oder so, weil ich ein paar Steine schon abgebaut hatte. Das ist ein bisschen nervig. Jawohl. Eisenerz abgebaut. Hallo, schattenhafte Figur. Und der ist einfach Saint, der Heilige. Wer bist du? Ich dachte, ich bin hier allein im Wald. Hast du was zu essen? Ich würde ein paar Pommes mögen. Gib mir ein paar Pommes und wir können reden. Warum muss ich jetzt nochmal durch den gesamten... Oh mein Gott. Man läuft in dem Spiel aber nur. Ich will einfach machen. Ich will nicht mit NPCs reden, die mir dann erzählen, wie ich was mache. Wie koche ich wohl Pommes? Ich gehe zu einem Ofen und koche. Warum muss ich zu Captain Farrell gehen und der sagt mir, wie ich Pommes mache? Wenigstens habe ich die Rolle. Hallo, wie mache ich Pommes? Was ab, Blondrade? Ah, bist du endlich hier für meine leckere Fischsuppe? Hör mir mal zu, in Wahrheit brauche ich die richtigen Werkzeuge, um diese Suppe zu machen. Gib mir mit ein paar Sachen und ich gebe dir meinen alten Kochtisch.
Und Jack macht mir 9. Okay, aber was, wenn ich einfach den 9 will? Start fixing the boat. Dafür kriege ich meinen Kochtisch. Kupferbahn, Eisenbahn, Holzplanken. Okay. So, 4 Eisen haben wir schon mal. Ich brate, glaube ich, gerade noch ein paar Stück. Dann trinke ich ein bisschen Energy. So, und dann fällen mir noch ein paar Bäume. So, habe in der Zeit auch mal das ganze Gras weggeschnitten. Schau mal, sieht so schön hier aus. Mein Grundstück. So, was brauche ich fürs Boot? Wooden Planks, Iron Bars und Copper Bars. Okay, haben wir alles. Super. So, der chillte Old Man. Ich habe hier deine Quest. Bitte schön, gib mir deinen Kochtisch. Cooking Bench acquired. Zack. Und da können wir jetzt Pommes machen. Dafür brauchen wir Potatoes und Kohl. Oh mein Gott, dafür muss ich das Zeug jetzt anpflanzen. Und es dauert dann 7 Jahre wahrscheinlich. So, haben wir gegossen. Und dann schlafe ich einfach ein paar Tage. Ist ja eh eine Demo. Und wieder schlafen. Oh, sind wieder gewachsen. Ja, nochmal gießen. 1, 2, 3, 4. Oh, was ein anstrengender Tag. Gute Nacht. Ja, habt ihr enjoyed playing the demo? Hallo? Meine Kartoffeln? Oh mein Gott. Macht das doch nicht so. Hallo? Mein Spielstand ist weg. Wir werden nie erfahren, was passiert, wenn er seine Kartoffeln bekommt. Okay, die Demo ist an Spieltage angelehnt, die man nutzen kann. Woher soll ich das denn wissen? Ich wollte einfach nur, dass meine scheiß Kartoffeln wachsen. Okay, das war die Pixelshire-Demo. Wir haben leider nicht so viel vom Terraform und Bauen gesehen. Aber, ja, für einen Einblick reicht's. Die Sounds sind ein bisschen merkwürdig, aber es ist wahrscheinlich halt auch ein Einzelentwickler oder so. Also dafür alles super liebevoll und süß. Ich kann mir vorstellen, da kann man richtig viel Zeit auch reinstecken, wenn man möchte. Falls man so ein Stardew Valley Crave hat und es irgendwas Neues braucht, da habt ihr euer Spiel. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls ihr andere Demos habt, die ich mir auch noch anschauen soll, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Herr Zimbelmann, der nie seine Pommes bekommen wird.